So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt da Sam und sein Bruder tot sind, Gott hab sie selig, befinden wir uns nun auf dem Weg nach Jacksonville, über Jackson County und so weiter, mitten durch die Pampa. Es regnet wunderbar. Wir haben hier ein Auto. Hey, Auto. Warum habe ich denn eigentlich immer leere Waffen? Ach Gott, meine Waffen sind so gut wie alle leer. Was haben wir denn da? Ein Jagdgewehr habe ich noch, ich brauche unbedingt Munition. Oh, da liegt viel Zeug und das ist gut. Lass mal alles einsammeln. Alter. Yeah, jetzt wird mit dem Revolver gesniped. Cool. War immer nur einen Hier, Schuss, was sind die komischerweise, in der dazu? Revolver. Okay, hier geht's schon mal Wir nicht folgen dem weiter. Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Die wollen nicht wirklich, dass ich da runtergehe, oder? Seid ihr bekloppt? Ja, hier, das lasse ich mir noch gefallen. Da, jawohl. Oh, ein bisschen die Haxen gebrochen. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. So. Und darum war er bei den Fireflies. Ein reisender Fluss, wunderbar. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und wer soll uns helfen? Es geht mir wohl bald aus. Tja, mit oder ohne ihn. Wir schaffen es. Ja. Gehen wir weiter. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Vor allem das Mädel war mit Sicherheit nicht. Ja, hier sieht schon besser aus. Da oben ist doch ein Weg. Yeah, wir haben einen Weg gefunden! Den Weg! Na, aus der Puste, alter Mann. Wow, was ist das? Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Eine was? Die kenne ich nutzt gar nicht. Die mehr. Die Strömung des heutige Flusses Jugend. Und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Hey, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? So. Lass mal drehen hier. Dreh. Dreh, Junge. Dreh, als ob dein Leben davon abhänge. Ah, richtig auf, alle ja, Schläuche geöffnet. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Ja. Hör mal auf, das Ding hier. Hallo. Vorräte. Oh, Pfeile. Pfeile. Scharfschützenmunition, normale Munition, Pfeile voll. Das war so klar. Ich brauche keine Jagdgewehrmunition, verdammt nochmal. War es das schon hier drin? Ja, ganz ehrlich, wie soll ich denn da rüberkommen? Wo ist das Mädel? Hallo, Mädel? Schätzchen. Schnecke. Ah. Ah. Ja. Ja, Mädel, genau da hinten müssen wir hin. Hast du dir auch schon einen Plan zurechtgelegt? Da kommen wir mit Sicherheit nicht rein. Komm,
Ja. Ich glaube, da drin kann ich nicht viel anfangen. Ich überlege mir was. Warte hier. Schwimmen, als wenn dein Leben davon abhänge. Er kann auch ganz schön gechillt gegen die Strömung schwimmen hier. Ich überlege mir was. Warte hier. Ja. Witzig, witzig, tralalalala. So. Jetzt schwimmen wir hier rum. Und ja. Finden keine Möglichkeit an Land zu gelangen oder wie auch immer. So, da ist die Strömung zwar nicht mehr vorhanden, aber er kann nicht weiter. Da könnte ich vielleicht hoch, aber ich glaube nicht, dass ich dann darüber krabbeln kann. Wahrscheinlich stürze ich einfach nur ab. Ich kann nicht weiter hoch. Alter Mädel. Mädel. Hallo? So, das war's auch wieder in die Richtung. Ja, ganz ehrlich, Leute, wie soll ich denn da irgend mir was überlegen, wenn ich nicht mal irgendwo hochkomme? Überleg mir was. Ja, überleg mal, Junge. Kann nicht mal Turbo-Sprint hier beim Schwimmen anziehen. Der ist ja wie ein alter Knacker. Rumschwimmt und doch nichts bei rumkommt. Gibt's hier nicht irgendwo so eine Hilfe? So den reinstecken, dann bringt nichts. Toll, hier komme ich nirgendwo lang. Das war's und das Schwimmen geht da nicht mehr. Ich überlege was. Du bist gut. Da müsste ich das Mädchen hochbringen, aber mit was soll ich die da rüberbringen? Ich hab ja nichts hier. Das ist ein Reifen, das bringt nicht viel. Ach so. Geiler Typ, ne? Hallo. Ja. Die geilsten hier. Löst die Holzplatte, die sich unter Wasser befindet. Hoch. Hoch. Das war knapp. Fast hätt's da die Lunge gekostet. So, wieder runter. Tauch mal richtig tief ein. Nimm mal einen kräftigen Zug. Jetzt da rein. Komm schon. Ja, ja. Komm, knüppel mal ordentlich dagegen hier. Aber ab dahin, okay, Ellie, ab dafür jetzt. Und los geht's. Ich weiß, steig auf die Scheißpalette. Mädel.
Warum kann die eigentlich nicht schwimmen? Ich glaube, es wäre doch einiges einfacher, wenn man dem Mädel einfach mal Schwimmen beibringt. Wie immer wieder Holzpaletten zu suchen. Na los, dreh das Ding. Dreh. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Teamwork. Yeah. Wir sind liebe Menschen. So. Wir geben sogar einen High Five. Wir sind cool. Hier ist alles ziemlich tot, ne? Ich weiß, hab ich auch. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut. Wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Oh, gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Ja, ja. Mal schauen, was wir da drin haben. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Firefly, okay. Stimmt. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Er ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's Gänsehaut, dir, Bruder? Gänsehaut, viele. Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am? Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Ja. Komm schon. Hunger? Erzähl's ihnen doch. Und wie? Sie wollen es alle wissen. Zack, sind wir in Sicherheit. Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Pferd. Oh Mann. Noch ein Pferd. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Okay. Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Oh, wie streichlos, Pferd ohne Bitte. Bisschen kuschelig, komm, kann du auch noch den Kopf anlegen. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Jetzt gucken wir mal noch um, was wir alles hier haben. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Schön, schön, schön hier. Alles so safe. Ja. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie.
Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Okay. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass ich es mit diesen Turbinen dann versuche. Dann helfen wir mal. Aber das Ganze in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.